Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei Windows Netzlaufwerke verbinden könnt und nach dem Neustart automatisch wieder verbinden lasst. Wir gehen zunächst auf dieser PC oder in dem Fall hier unten und geben hier unten auf den Explorer. Gehen dann ganz normal auf dieser PC. In meinem Fall habe ich jetzt schon Netzlaufwerke verbunden. Das machen wir jetzt ganz einfach, indem wir einmal entweder rechtsklick auf dieser PC, Netzlaufwerk verbinden und geben in dem Fall unsere Serveradresse ein. Falls wir die nicht haben, können wir zusätzlich einfach einmal den jeweiligen Server angeben. In meinem Fall ist es mein QNAP, denn sich Gandalf nennt und hier haben wir die ganzen Verzeichnisse. Und wir können natürlich ganz einfach hier draufklicken, Netzlaufwerk verbinden. Dann müssen wir nämlich nicht manuell das noch angeben. Als Beispiel, wir hätten jetzt hier das Verzeichnis, würden auf Netzlaufwerk verbinden gehen. Und er passt dann automatisch das dem jeweiligen an. In dem Fall habe ich jetzt schon vereinzelte Laufwerksbuchstaben hinterlegt und könnte jetzt zum Beispiel U dafür nehmen. Zunächst würde er natürlich auch noch nach Zugangsdaten fragen, da ich aber in dem Fall auf alle Ordner Zugriff habe und mein Kennwort abgespeichert habe, verbindet er sich automatisch immer wieder neu. In dem Fall dieser Haken. Sonst würde er nach dem Neustart die Netzlaufwerke standardmäßig getrennt haben und man müsste es immer einmal anklicken. Zusätzlich kann man natürlich als Beispiel, wenn man nur kurzfristig ein Netzlaufwerk braucht, wo man dazu im Normalfall keine Rechte hat, kann man natürlich jemand andere Anmeldedaten als Beispiel sich kurzfristig das Netzlaufwerk einbinden und kann es nachträglich natürlich dann ganz schnell wieder löschen, wenn man sich nicht extra als Administrator oder ähnliches anmelden möchte, um die jeweiligen Rechte zu bekommen. So, dann testen wir das einmal. Wir gehen einmal auf Fertigstellen. Genau, jetzt wird er natürlich nach dem Konto fragen und dann wird man einmal das Kennwort eingeben und dann verbindet er sich. In dem Fall sehen wir, auf das Verzeichnis habe ich keinen Zugriff, dann geben wir nämlich einmal die Zugangsdaten von ihm an. Okay, genau, jetzt sehen wir es einmal eingebunden und das passt. Und zum Entfernen können wir natürlich ganz normal wieder auf Trennen gehen. Er fragt natürlich, ob wir es wirklich trennen möchten, falls zum Beispiel gerade ein Schreibvorgang läuft, aber in dem Fall wird es nicht benötigt. Einmal auf Ja und dann fliegen wir wieder raus. Wir gehen dann nochmal auf das. Sehen, es ist beendet. Schließen nochmal kurz das Fenster, öffnen es nochmal kurz und jetzt ist es hier auch verschwunden. Vielen Dank fürs Zusehen. Über einen Kommentar würde ich mich freuen und einen Daumen hoch wäre auch super.